Eins ja wenigstens halbwegs schnell zu füllen. Ein Sauberkeitspunkt. Ja, hoch. In der Pause spielt Noob mit ein paar anderen Kindern auf dem Schulhof. Als etwas schier Unglaubliches geschieht, er gewinnt mit einem einzigen treffsicheren Fingerschnippen alle Murmeln. Soll er sie alle behalten oder lieber gerecht unter den anderen Schülern verteilen? So wie ich Markus kenne, würde er sie behalten. Ja, aber bringt es ihm was? Murmeln. Ich glaube, er wird zusammengeschlagen auf dem Nachhauseweg. Ja, ich glaube, verteilen ist eigentlich besser fürs Klassenklima. Ja. Pädagogisch wertvoll. Es ist zwar eine noble Geste, um die Murmeln zu verteilen, doch am Ende erhält jeder Schüler nur 4 Stück. Niemand ist damit zufrieden und alle beschimpfen Noob, der etwas seine Begeisterung fürs Spiel verliert. Oh. Freundlich. Ja. Klingelt. Ja, Gott. Ernst an Arbeit. In der Telefonzentrale des Wahlkampfbüros hält Floppy einen Anruf von einer Reporterin des SimCity-Anzeigers, die nur ein paar Fragen über den Wahlkampf stellen möchte. Floppy kann eine persönliche Assistentin der Stadträtin stören oder aber einige Fragen selbst beantworten. Ich finde es schön, dass das richtig gegendert ist, aber eine Assistentin stören. Beste ist auch einfach. Auch das klingt wieder so. Beides ist scheiße. Mhm. Aber er kann ja nicht mehr absteigen weiter. Stimmt. Also mach das selber. Mhm. Floppy sagt der Reporterin am Telefon, okay, dass er gerne alle ihre Fragen antworten würde, da er ja eigentlich ein offizieller Wahlkampfmitarbeiter sei. Nach einigen seltsamen Fragen, unter anderem nach den Lieblingsrestaurants der Stadträtin, wird Floppy misstrauisch. Am gleichen Abend erscheint in einer bekannten Boulevardzeitung ein Bericht über die Stadträtin, in der Floppys Zitate ganz und gar aus dem Zusammenhang gerissen werden. Da für Floppy keine Ausrede einfällt, wird er sofort gefeuert. Yay! Er hasst ja, aber auch gut. Mhm. Jetzt kann er sich endlich einen vernünftigen Job suchen. Ja, der ist tatsächlich gerade wieder da. Ich glaube aber nicht, dass er reden will. Doch nicht gefeuert. War der mal mehr? Ach, keine Ahnung. Er schafft es auch immer wieder. Vielleicht darf man ihm eine andere Karriere suchen. Tatsächlich. Mhm. Wäre ich für. Er will jetzt sich eh noch keinen Job suchen, das weißt du doch. Ja. Will er? Nein, er will befördert werden. Ja, eben. Fressel nehmen. Deswegen, er wurde jetzt schon zweimal entfördert, also. Mhm. Und er muss immer noch gedöns. Ja. Bei dem Bahnfall lernen? Gerade nicht, nein. Mir fehlt Spaß. Schach spielen. Voll spaßig. Wieder Gero? Nein, es ist jemand anderes. Okay. Kleopatra. Ein bisschen, ne? Ja, zoom noch näher ran, genau. Bin auch schon längst wieder rausgezoomt, alles gut. Egal, all deine Prioritäten. Nochmal was? Das war gerade wieder abgehackt. Zeige allen deine Priorität. Ja. Nein, Markus, nicht. Irgendwann ich. Werden wir auch einen Anbau an dieses Haus ansetzen. Ja. Keine Ahnung, mit einem Raum, wo man einen Fernseher hinstellen kann, oder wir lagern die Couch aus und machen so einen Fernsehraum oder was auch immer. Wow, ich habe eine Schulfreundin mitgebracht. Und warum? Damit ich nicht mit ihr streiten kann. Für mich schon, ne? Aber das wäre doch eine Freundin für ihn, da hätten wir doch was. Ja. Also der Plan. Immer die nächstbeste nehmen, bei jedem. Ja, irgendwie. So, was hat Konz wieder auf der Leber? Kühlschrank. Nein, Hygiene. Und Hunger. Er wäre mir das Hunger, der Hunger aber gerade lieber. Ja, ja. Der macht er gerade schon.
Ist es sehr interessant, wie man aus dem Kühlschrank dampfendes Essen rausholen kann. Ja. Oh, sorry. Also irgendwie passen die beiden nicht zusammen. Nicht ganz, nein. Oh. Wird schon gehen. Baseball! Ein Schuhler! Nun, welche Uhr wirst du, ne? Okay. Und verreisen. Nach Stechuhr. Ja, klingt gut. Karakova. Och, ehrlich. Reisen über verworrene Straßen. Map im Auto. Ja, das klingt gut. Aber ich flag. Ich fahre auch gern Flugzeuge. Lakoni. Lakoda. Makorbla Mokado. Ekinaba. Cebola go. Cebola. Ziga. Plasto von Nusch. Ich hab gar nicht auf Karten, sorry. Galas. Koffer. Chaluka. Ja. Boot. Valaja kubadon fuzi bal. Dass sie zusammenkommt. Bip bip. Braune Straßen. Die Liebe auch. Wiederholst dich. Ich bring mal Züge ins Gespräch ein. Noch mehr Menschen. Ich habe eine Arbeitskollegin mitgebracht. Ich hab's auch echt mit Frauen, ne? Duschen jetzt. Aber sofort. Ich habe einen Ausweis. Wahrscheinlich ein Reisepass. Das glaube ich dir, dass du das hast. Ich habe irgendwas auf den Tisch gelegt. Ja, Rechnung. Glaube ich. Ich habe sogar eine Polizistin gleich mitgenommen. Ihr versteht euch gut? Naja, das sind gerade Kreuze, weil ich auch hygienisch bin wie sonst was. Beide recht grauenvoll. Wir brauchen dringend ein zweites Badezimmer. Oder eine Außendusche. Ja, geht das überhaupt? Man kann außen garantiert ein Duschdings hinstellen. Ja, aber ich weiß nicht, ob das Raum... Es gibt diese Gartenduschen, oder nicht? ...umzählen würde. Ja, ja, mal schauen. Nein. Kaufen, nicht bauen. Die Gartenduschen gibt's garantiert. Das ist ja geben. Sicher, ja. Jo. Hm, warum nicht? Einfach mal schauen, ob es klappt. War einfach perfekt auf der anderen Seite. Nein, nicht ganz. Geht auch gar nicht. Da geht's. Junge, du wirst duschen gehen. Und Roboter? Ja, Gundam. Okay, geht offenbar, ohne weiteres. Nee, ich komme zu spät zur Arbeit, fuck. Nee. 3, 2, 1, verkackt. Am Arsch. Jetzt musst du dir ein Taxi rufen. Nein, ich kaufe mir ein Auto. Jetzt? Nein, Autos sind teuer. Wir haben keinen Parkplatz. Autos sind nicht teuer. Aber der Parkplatz dafür. Das könnte sein, mal schauen. Parkplatz. Nein, da war er eben. Geht. Ich komme zu spät zur Arbeit. Kaufe ich mir ein Auto? Ja. Na, doch, da ist was für. Ja, oder hier auf der Seite. Och, eigentlich. Gehört ja alles eh uns.
ausgeben. Na, die Schrottkarre. Wir haben nicht so viel Geld. Naja. Ah, da haben auch was. Wollen wir eine andere Farbe haben? Wollen wir vielleicht sogar, ja. Das ist ja ein Standard-Schrottding. Ja. Ja. Perfekt. Nice aus. Gott. Passt zum Rest des Hauses, der muss so sein. Irgendwo hinfahren, genau. Würde gern zur Arbeit fahren. Zur Arbeit fahren. Hey, Laborkittel. Mittlerweile ja, ne? Das passt absolut gar nicht. Naja. Kreisch! Ja, Außenduscher ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Scheinen sie ja doch recht gut zu verstehen irgendwie, bis darauf, dass irgendwie alles gerade wieder den Bach runtergeht. Wie lange dusche ich denn eigentlich noch da draußen? Lange, hi. Stimmt, wir haben die Kamera gar nicht wechselt. Naja. Hi, Cons. Jo, auch gut. Ciao. Darfst gerne hier bleiben, sind Sims, bist auch da. Ja, aber, ach so. Ja eben, sind Sims. Ja, auch gut. Jo. Hallo alle. Jo. Die Pokaba, je kosch, Telefon! Jarlo Mubal. Oh, bleib ich. Juhu, erst fertig. Nee, dann geh ich mal wieder. Ja, jo. Dann geh du halt wieder. Ciao. Bis später. Jo. Human left your chamber. Jetzt meine Arbeitskollegin eigentlich immer noch am Schachtisch? Ich glaube fast ja. Hast du irgendwas zu tun? Ich mit der meine ich ein bisschen unterhalten. Eben. Oder mitmachen. Oder auch nicht, weil sie dann rumsitzt. Ansonsten, wenn ich mich mit ihr genauso verstehe, wie mit so ziemlich jedem anderen weiblichen Charakter momentan. Mhm. Auch eine mögliche Option. Weil, hey, immerhin selber Job und so, ne? Jo. Und warst nur ab, in spätestens 2-3 Tagen werde ich dein Vorgesetzter sein. Können wir uns mal einigen, wer jetzt aufs Klo geht? Ich überlege mir gerade, vielleicht wollen wir die Außendusche einfach hinters Haus stellen. Nee, die steht da gut. Erstmal über den Job reden. Ja. Und über Torpedos. Und Kreisel. Mhm. Lachen. Ich rede mich. Hey, Geister. Sekunde. Cons geht gerade mit voller Blase ins Bett. Das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Aber Markus steht da rum. Ach, jetzt nicht mehr. Muss duschen, ja, eine Dusche draußen. Das ist einfach so praktisch, zwei Duschen zu haben, ne? Mhm. Wir brauchen noch eine weitere Tür. Das ist zu umständlich. Eine Gartentür? Ja. Nee, das wollen wir wieder bauen. Was haben wir denn für schöne Türen, die nach draußen rausgehen können? Jede. Was ist denn irgendein ekelhaftes mit Fenster? Mit was? Irgendein ekelhaftes mit Glasfenster. Die ist sehr ekelhaft. Die ist noch ekelhafter. Ja. Und billiger, ja, nehmen wir. In Blau. Blau, gut, wie der Herr wünscht. So rum. Perfekt. Aber die geht nach außen auf. Sollte sie eigentlich? Jo. Ja, zumindest zu vermuten. Genau. Ja, tut sie wohl. Das war dann drin. Ja. So, ah, weißt du, Videospiele und so, ne? Ja.
Ah ja, Videospiele sind so albern. Fast wie Filme, bei denen man mitspielen kann. Du klingst so richtig interessiert. Ja, Filme sind cool. Weil Filme haben auch so Musik, weil die schönen Filme sind ja vorbei. Ja, Musik ist auch wundervoll. Die ist in Spielen. Reden wir im Kreis? Er pennt gleich ein. Ja. Geister! Brüste! Ja! Ja! Ich bin auch voll begeistert davon. Batum! Beam! Die Geister in Lampen! Oh mein Gott! Du kannst jetzt zur College gehen. Pause. Jo. Will er zum College gehen? Nein, eigentlich nicht. Mach mal mit. Je mehr Stipendien, also einfach mehrere Stipendien ergattern, das ist eigentlich auch asozial. Ja, geht ja, glaube ich, nicht. Recht so. Nee, nicht recht so. Auf keinen Fall. Was so Aliens, ne? Haben auch nie recht. Das habe ich mal im Fernsehen gesehen. Und in Torpedos. Ich sehe die. Ich kam gerade nicht. Und nein, ich habe gerade mein Desktop markiert. 3500! Gute ja. Güte. Kochen, da bin ich ganz gut. Ich kann das machen. Dann bin ich ganz gut. Ja, das trifft sich gut. Was? Bilder. Bass! Ja, reden wir dir wieder über die Arbeit. Und über Raketen. Space! Ja. Und Flaggen. So unglaublich lustig. Huch, das ist 3500. Eng anfangen. Ja. Oh, 1500. Weißt du, 9-11 und so, ne? Sind kein Flugzeug, ist nicht passiert. Der Flug kam als die Behinz. Ja, regnet. Wollen wir nicht lieber reingehen? Möglich? Keine Ahnung. Diese Tür da. Seit wann haben wir da ein Fenster? Das ist das schon immer. Echt? Okay. Ja, diese Tür, in der Tat. Diese Glastür, die da so gar nicht reinpasst. Schön. Nichts hiervon passt irgendwo rein. Nein, nicht prallen, plaudern wollte ich antippen. War doch plaudern. Ach, keine Ahnung. Hier steht die Chemie. Nicht vorhanden. Gut. Okay. Geht aber vorwärts. Ja. Wir reden im Regen. Und, weißt du, Flaggen und wir gehen noch gar nicht Gesprächsthemen aus. Anwalt! Die Anwälte sind lustig. Ja. Zwei Leute. Zwei Leute. Gute freundliche Leute. Gehen wir die jetzt knutschen. Ist das eine Anspielung? Also ich gebe dir jetzt ein Rätsel. Hat mit Duschen zu tun. Und zwei Leuten. Ja, was meinst du? Voll Peace. Falsch. Nicht hier, nicht das Rätsel ist Lösung. Goschuhe waren die Antwort. Ja, Sportschuhe kannst du auf dem Laufbahn verwenden. Und deshalb war das die Antwort. Wohin? Will sie gehen? Oh, schade.
Was geht hier ab? Nichts Rechtes. No vorstellen, einfach. Hey, hast du schon meinen Frauen, hast du schon unseren Frauenheld kennengelernt? Richtig. Okay. Ach, ihr rangelt. Unfreundlich. Ja, Polizei, man muss halt trainiert bleiben, ne? Markus will Dinge kaufen. Nope. Ich hab... Ah! Liebe. Ach, fühl ich ja wohl, aber. Guter Fee. Ja. Oh, es gewittert. Wo bin ich, wenn ich vom Biss getroffen werden kann? Bin ich gar nicht mehr. Egal. Abhängen im Regen. Passt. Mann, wie schön ist. Nicht über Hüte reden. Aber hey, mittlerweile ist ein Herzchen, also es geht voran. Ja, aber schwache Chemie da. Unerwartet. Und da drüben? Oh oh. Ja, läuft vernünftig. Ich wurde gerade abgewiesen. Oh, ein bisschen anbeißen. Schnelles Bett, bevor ich wieder irgendwo penne. Ja. Weil so. Ach, egal, ja, einfach schlafen. Was machen die beiden? Sich nass machen. Ja. Welche Klamotte ist das? Okay. Welche Klamotte? Ja, sie anhat. Was vorher? Das ist eine sehr interessante Hose. Ja. Ja, ich bin gerade auch wieder da. Ah, kann ich nicht verwenden. Wichtig. Doch ja, noch mehr Menschen. Wir haben noch nicht genug davon. Auch wieder ein Mädel mitgebracht. Chris Bachmann. Die kennen wir, glaube ich, sogar schon. Glaube ich nicht. Bist mal Babyface. Ein bisschen. Mit meiner schicken Karre. Ja, sie ist brandneu, ne? Brandneu gebraucht. Verstehst du, weil... Ja, ich weiß. Schon wahr. So. Erstmal sauber machen und dann andere Dinge tun. Wohin? Einfach das Mehl im Regen stehen lassen. Ach, Jackencreme, richtig, ihr mich, deswegen kommt er hier rein. Oh nein, die schönen Pop-Tarts. Nein, ich glaube nicht. Sonst kriegen wir nur alles große Kotzen, das will ja keiner. Die setzt sich aber auch genau vor den ekelhaften Teller, ne? Einfach rebellisch in diesem Alter. Erster Kuss. Nicht mit dem. Nicht? Nee, ist ja eine schwache Chemie. Achso, ja gut. Die wird noch nicht besser, soweit ich weiß. Wenn die Kollegin da draußen halt ein Schach spielt. Ja, weil du so ein freundlicher Kollege bist. Warum ist die Dusche halt übergelaufen? Andersrum. Kaputt.
Reparieren und... Das Klo übrigens genauso. Reinigen, ja, ja. Säubern. Konntest heute reparieren eigentlich? Ja, der pennt aber gerade, glaube ich, oder? Ja. Hat eigentlich recht mit Energie. Ja. Ja, dann... Soll ich halt reparieren. Nee, du hast ja schon halt fertig. Nö, er repariert jetzt. Oder auch nicht. Lol. Was ist das? Ein Herzmassage, die ich da veranstalte? Soll doch keiner Pömpel. Ja. Was mache ich mit der Tasse? Kaffee gemacht? Naja. Ah, wie aber einfach jeder von uns momentan irgendein Mädel mit nach Hause gebracht hat. Ja, dann frisst ihr ein paar Plätzchen. Ich hab gar keinen. Keine Zeit zu kochen, muss sauber machen. Also tropft nicht mehr, aber ist immer noch kaputt anscheinend. Naja. Selten Kekse in der Chipstüte gesehen. Check Markus im Bett. Ja. Kannst das Mädel nicht allein lassen, Junge. Andererseits, ach komm. Du machst das ja nicht anders mit deinem Mädel da draußen. Ja, aber ich hab was zu tun. Sehr, sehr, sehr wichtige Dinge. Hängt. Warum hängt es? Aufwischen. Wamba! Okay. Was hatte sie gerade vor? Sich verabschieden, glaube ich. Achso, Konz braucht einen neuen Job, genau. John sollte aber nicht in der Zeitung schauen, oder? Ja. PC. Ich saß nur gerade so. Lutan. Nein, du kriegst nichts zu essen. Ficho! Ja, so machen. Geheimdienst. Mein Job. Na, Zelle 25. Was sonst? Ikra! Das ist ein ziemlich scheiße. Ja, aber ich denke mal, Architektur kann schon recht gut werden. Ja, kann schon. Mal schauen, was wir sonst so haben. Eben, man kann ja nochmal durchzeichnen, wenn es sein muss. Nein, das ist mein Job. Wir können nicht zwei wahnsinnige Wissenschaftler haben. Das geht nicht. Nein? Hatten wir gerade. Das lief nicht ganz wie geplant. Postraumtechniker. Ja, eher weniger, oder? Ich glaub, sonst haben wir nichts. Nö. Ja, dann halt. Dann nehmen wir, was wir da haben. Den Architekten, ne? Oder den Geheimdienst? Nee, ist ja deiner. Nur nehmen wir einen Architekten, warum nicht? Gut. Kommt um 7. Naja. Der Rest geht ja noch. Einfach mal was fressen. Jo.
Aber echt, ne? Bringst die nach Hause, mit nach Hause und lässt die erstmal 4 Stunden alleine draußen Schach spielen. Ja, nur, ich musste das Badezimmer sauber machen, hast du doch gesehen, weil irgendwie Klo und Dusche gleichzeitig verstopft waren. So, jetzt gehe ich da hin. Was treibt Cons jetzt noch? Achso, nebenbei, die Dusche tropft immer noch. Achso, richtig, der wollte hier reparieren. Naja, kann ich mehr erwischen. Ist auch gut. Erwischen! Die wischen. Der wischt. Ich wische. Wir alle wischen. Das ist eine geile Taktik, um Spielsteine aufzusetzen auf dem Feld. Mhm. Die einfach so legen wie Karten. In einem Handzug. Nein, das war ein blöder erster Zug. Das machen wir von vorne. Mhm. Das reparieren, Junge. Ja, und sauf hier den Saft vorher. Wo sind die Kekse eigentlich gelandet? Die waren leer, die hat er weggeschmissen. Anscheinend. Hab ich gesehen. Okay. Nein, er will erst was essen. Dann nimm dir deinen Saft. Ja. Ein Chaos ist das hier.